Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Ori and the Will of the Wisps. Ich werde auch immer schneller beim Aufsagen und verspreche mich nicht mehr so häufig. Ich begrüße euch recht herzlich zurück. Im letzten Part waren wir hier in Baus Spitze stehen geblieben. Und da machen wir weiter. Die Geisterprüfung mache ich nicht, dazu bin ich zu fertig. Ihr müsst wissen, für mich war heute ein ziemlich anstrengender Tag. Ich habe ziemlich viel gemacht und geschafft. Kommt man da rein? Nö. Deswegen, ich nehme eigentlich nur auf, weil bald meine Klausurenphase ansteht und ich dazwischen nichts aufnehmen kann. Deswegen halt jetzt, eigentlich bin ich sehr müde, also falls ich ziemlich viel Müll laber, also mehr als sonst, verzeiht mir. Aber ich nehme auch nur so, keine Ahnung, 3 Folgen auf. Die letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, sind auch noch gar nicht raus. Doch, die fangen jetzt an. Die fangen jetzt an. Achso, hier ist auch Schaden. Muss man mir ja sagen. Hi. Oh nein. Also das sind so, ich habe mich schon bei Dark Souls gewundert, dass manche Sachen nicht treffen. Hier auch. Entweder habe ich richtig viel Glück oder ich verstehe da was nicht. Beides ist sehr, sehr gut möglich. Wie? Also, das hier können sie nicht wollen, oder? Nee. Ach nein, ich hätte den Gegner gebraucht, gell? Wir gucken mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten den Gegner gebraucht, dass der dann auch nicht nachspawnt. Ich nehme ja mal die Energie mit, vielleicht ist er bis dahin da. Wenn nicht, was machen wir dann? Gute Frage. Der scheint nicht da zu sein. Ich kann ja jetzt auch nicht sterben. Ich nehme kein Gratis-Tod. Huch. Wobei, da oben ist Eis. Das war schlecht, Ori. Gut, wir gehen erst nochmal nach unten. Anscheinend müssen wir deutlich weiter zurück. Aber nicht so. Was mache ich hier? Wie gesagt, es ist spät. Für mich. Und jetzt muss ich ohne Schaden zu bekommen nach oben. Na, herzlichen Glückwunsch. Und ich schaff's sogar. Bitte sag, jetzt ist der Gegner zumindest gespawnt. Aber sonst, keine Ahnung, was machen wir sonst? Gehe ich einmal sterben? Aber eigentlich hatte ich das nicht vor. Was war denn das hier für ein Gegner? Das war doch nur so eine... Ja, wobei... Ach so, ich bin ja dumm. Ja, Entschuldigung, wie gesagt... Falls ich mehr Müll laber als sonst, tut mir das leid. Oh, das war gut gemacht. So, wir gehen hier, wir gehen hoch. Hi. Zack. Und dann geht's hier hin. Oh, wo sind wir? Oh, wir sind oben. Das heißt, wie war, bei Mora war es der Bosskampf. Und hier? Mal abwarten. Haben wir bei Mora eigentlich das Licht da aufgesammelt, was wir brauchten? Das habe ich mich im Schnitt gefragt. Ori kämpft sich durch den Schneesturm und wir sind auf dem Gipfel. So, hier haben wir es aufgenommen. Ja, und dass das nicht ohne Folgen bleibt, ist fast logisch. Das erinnert mich an die Szene aus dem ersten Teil. Aus dem Wald. Ja, das erinnert mich ziemlich. Hallo? Okay. Ja, na klar. Gar kein Ding. Für den King. Ich muss mal... Ich kann gerade nicht kommentieren. Hier stürzt alles ab. Zack.
Das war knapp. Nein. Wisst ihr was? Ist mir egal. Ist mir nicht egal. Ich sag dir ganz ehrlich, ciao mit V. Frostige Flucht. Zweiter Versuch? Das wäre richtig gut. Öffne deine Augen, kleiner Geist. Du bist jetzt in Sicherheit. Du hast das Gedächtnis des Waldes geweckt und damit auch mich. Ich hätte dich bei all dem Schnee beinahe nicht gesehen. Nun wird der Frühling wieder in der Spitze Einzug erhalten, auch wenn einige das nicht begrüßen werden. Die Kreatur Shriek gehört dazu. Ich habe sie im Schlaf in meinen dunklen Träumen gesehen. Sie wurde aus Staub geboren, stieg auf, während die Welt unter Asche stand. Sind es ihre Eltern da hinten? So kehrte sie zu Asche und Staub zurück. Sie ist verloren, eine bemitleidenswerte Kreatur, im Herzen versteinert. Auch der Sommer der Vergangenheit ist verloren, er wird nie wieder zurückkehren. Doch dank dir, Geist, wird ein neuer Sommer kommen und seinen Platz einnehmen. Das habe ich geträumt. Ah, da haben wir das Motiv erfahren. Ja, das war das Motiv von Shriek. Krass. Also, ich weiß nicht, der Storyschreiber von Ori, der sollte eine Gehaltserhöhung bekommen. das ist halt echt Gerüchte. Ein Twillen hat erzählt, dass es in der Nähe vom Brunnenquell einen Schrein gibt. Ja, da hochwahrscheinlich. Irgendwie nachvollziehbar, sie wurde verstoßen und handelt jetzt auch so, als müsste sie alleine durchkommen. Aber man hat ja auch gesehen, dass die jungen Eulen nichts gegen sie hatten, es waren nur die Erwachsenen, und warum sie dann unbedingt so handelt.
Ach, es gibt hier, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Na gut, wir machen weiter. Als nächstes ginge es zu den Lumerseen. Das wäre wahrscheinlich hier der Weg lang. Verloren im Paradies. Würde ich als nächstes angehen, oder? Gibt es die... Warte mal, die Tauschquest? Würzige Moormuschelsuppe geben. Um frostigen Moki aufzuwärmen. Ist der Frost hier? Ich würde mal kurz nochmal da hingehen. Gucken wir ganz kurz, ob das der ist. Wir können uns ja... Wir werden ja gleich nach unten porten. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Obwohl ich so müde und absolut träge, glaube ich, reagiere, dass wir das im zweiten Versuch geschafft haben, ist, damit bin ich sehr zufrieden. Hallo, Moki. Was riecht hier nur so? Ist das, kann es sein, würzige Moormuschelsuppe? Oh, danke, 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 ich bin gerettet. Was für eine Suppe. Gemütlicher Hut. Er bietet ausgezeichneten Schutz. Finde jemand, der einen Hut möchte. Kann ich den nehmen, damit es weitergeht in der Tauschquest? Ich habe doch keine Ahnung, wer ein Ding sucht. Gerüchte. Hier gäbe es eine Fähigkeit. Aber kommen wir dahin, ist die Frage. Ich würde erstmal zumindest noch den nächsten Bereich clearen. Der ging jetzt auch ziemlich schnell, oder? In zwei? Ne, drei Parts. Ja, doch, der ist bei der Hälfte. 2,5 Parts. Das, okay, das ist, glaube ich, wie bei Mora. Da habe ich... Hi. Wie komme ich hier runter? Hier so rum? Okay. Schauen wir mal. Dazu muss das Wasser auf jeden Fall sauber. Ach nee, der schon wieder. Huch. Nein, ich meinte... Ich wollte das hier machen. Zack. Der hat es nämlich nicht verdient zu leben. Das habe ich zu entscheiden. Nein, natürlich. Ja, also, Entschuldigung, aber das, also, das Teil hat es ja auch nicht verdient zu leben. Da kann jetzt jeder sagen, was er möchte, aber wer Selbstmord begeht, ist selber schuld. Achso, ich kann ja A halten. Das haben wir ja irgendwann gelernt. Und ich habe es wieder verlernt und jetzt mich wieder dran erinnert. Hat man, wenn man Sachen verlernt und sich dann wieder dran erinnert, hat man die vergessen und dann wieder neu gelernt? Hier sind wir. Hier waren wir am Anfang des LPs. War das auch schon am Anfang so kaputt? Ich glaube nicht. Na gut, wir gehen hier rüber einfach. Oder? Nee, ich glaube nicht. Egal, jetzt sind wir hier. Und wir gehen hier weiter. Genau, hier kamen wir nicht vorbei. Das habe ich schon geholt. Gut. Ah ja, genau hier kamen wir nicht vorbei. Ich erinnere mich. Hier kämen wir jetzt auch mit unserer neuen Fähigkeit lang. Interessant, hier kämen wir runter. Hier ist Wasser. Heißt das, das ganze Gebiet da ist unter Wasser? Aber hier war ich ja. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber wir gehen weiter. Wir machen mal ein, zwei Parts dann, wo ich nur Sachen nachhole. Das hat doch einen Grund, warum der hier ist. Oder? Ich muss nach oben. Mega, danke Spiel. Das war knapp. Scheiße. Das war lustig. So, nach da drüben gehen wir erstmal hier hin. Hier gibt es nämlich was, das nehmen wir mit. Zack. 3000. Ich muss die Sachen mal ausgeben. Ich glaube, hier kommen wir ja... Jetzt da oben rein? Nö. Hier kommen wir ja vor den anderen Gebieten. Also wir kommen ja gleichzeitig zu jedem Gebiet. Deswegen muss das ja hier auch... Achso, hier komme ich nicht lang. Okay. Normalerweise hat man ja noch gar keine... Wenn man nicht das Waldgebiet macht... Nee, das Mora-Gebiet. Hat man hier ja noch gar keine Fähigkeit. Wie habe ich denn das auf? Wie habe ich das aufgemacht unten? Ich
frage mich, wie ginge das? Ach so, da drüber, okay. Das bleibt aber auch offen. Dann muss ich mal gucken, wo hier dieses... Ah, da ist es. Hallo, ich nehme es mit. Hier geht's kaputt und... Kaputt, da rede ich nochmal richtig schön mit P... mit P-Lauten ins Mikrofon. Ich überlege gerade, die Fähigkeit anzumachen. Was haben wir hier? Okay, so geht's weiter. Ich habe kurz überlegt, kann das die Lösung für das Problem sein? Jetzt geht's hier lang, gell? Ne, erstmal hier lang. Weil ich brauche Leben. Also Luft. Luft gleich Leben. Zumindest bei Säugetieren. Zack. Oh, das hält zwei aus. Zack, ich hole nochmal Luft. Was haben wir da aktiviert? Ich sollte in Zukunft vielleicht vorher mir überlegen, was ich da aktiviere, bevor ich es erstmal aktiviere. Das wäre eine gute Sache, glaube ich, für die Zukunft. Okay, hier kommen wir hoch. Das sieht schön aus. Das sieht richtig schön aus. Aber ich habe schon eine Thumbnail für die Folge. Man denkt sich ja immer, wenn man ein paar Videos erstellt, schon während der Folge, was könnte ein gutes Thumbnail sein? Ich möchte ja immer etwas verwenden, was auch so passiert ist, weil es gibt genug Fake-Leute da draußen. Und ich glaube, es ist interessanter, wenn das dann auch tatsächlich vorkommt. Würde ich jetzt mal tippen. So, wir gehen mal kurz noch da runter. Da gab es noch was. Wo geht's da hin? Hier hoch zum Brunnenquell. Okay. Dann haben wir hier... Achso, hier ist noch so eine... Ja, schieß mal. So, und ich denke, hier geht es jetzt einfach nur hoch. Ich nehme mal das kurz mit. Und hier hätte ich wahrscheinlich schon sein können. Alter, wie weit denn noch? Genau, das ist einfach eine Verbindung. Zack. Das ist ein Gegner, den wir noch nicht hatten. Deswegen geht er erstmal rein. Ach, warte mal. Ich dachte, das ist der explosive Gegner. Okay. Das war knapp. Aber gut, dann gehen wir erstmal zurück. Also hier waren wir schon. Bitte nicht. Danke. Die, wo schießen, sind mir deutlich sympathischer. Weil die kann ich besser blocken. Ja gut, die Stacheln hätte man sich auch sparen können. Die hätte man sich auch sparen können. So. Geht's hier irgendwo hin? Nö. Ich wusste doch, dass der explodiert. Nein, das wollte ich ganz sicher nicht. So wollte ich das machen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen ruhiger als sonst. Und auch ein bisschen... Nee, tollpatschig bin ich immer. Da hoch kommt man. Genau so macht man das. Ich hab's raus. Oh, das funktioniert so gar nicht, oder? Ja, gut. Warum sollte es auch, wenn es so funktioniert? Gut, dann... Hier brauchen wir das Gleiten. Das wird hier nochmal sichergestellt, wenn man sich irgendwie anders durchmogelt. Geht es hier nicht weiter? Oh, eine Cutscene. Als das Licht der Weide zerbrach, fiel die Kraft des Waldes hier nieder. Ihre Präsenz schützt die Seen vor dem Verfall. Doch wir müssen sie bald finden, Ori, oder ihr Licht wird verloren gehen. Ja, mal kein Stress. Lumaseen. So, ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Kurz mal auf die Aufnahmezeit geguckt und gemerkt, ja, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Leider, aber es sieht sehr schön aus. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn ihr schaltet im nächsten Part gerne ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
Thank you.